Hallo Gunda, lass eine Runde. Hier ist Mari, bin 45 und wollte mal fragen, wie hast du es eigentlich geschafft, um wieder rauszukommen aus deiner Misere und all drum und dran? Früher habe ich deine Musik gehört und ich denke mal, die war schon dufte. Hey Boss, ciao. Ich war niemals im Sumpf, ich habe nur mein Geld verloren. Dadurch, dass ich wusste, dass ich gar nicht im Sumpf drin bin, sondern nur mein Geld verloren habe, habe ich es geschafft, habe ich gesagt, ich bin ja trotzdem was wert. Jeder Mensch ist was wert, auch wenn er kein Geld hat, auch wenn er meinetwegen Probleme hat. Ein Krüppel hat ein Holzbein, hat Pickel an der Backe, ist jeder etwas wert. Und man muss auch die Stunden der Zeit nutzen. Man darf nicht auf dem Sofa sitzen bleiben mit einer Flasche Bier in der Hand und auf sein großes Glück warten, sondern man muss es anfassen und sagen, gut, ich tue mein Bestes. Selbst wenn ich niemals aus dem sogenannten Sumpf, den es für mich ja nicht gibt, niemals rauskommt, so ist es trotzdem gelebtes Leben. So geht das. Und so sehe ich das.